Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dörrenbude. Willkommen zu einer neuen, hoffentlich nicht so stressigen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Obwohl, ja, okay. Ich kann das gleich ankündigen. Ich hoffe ja mal nicht, dass hier jemand ist, der nur fürs Gameplay zuguckt. Ich muss persönlich sagen, ich überspringe meistens sogar das Dungeon-Gameplay, wenn ich Let's Plays von Mystery Dungeon gucke und gucke nur die Story an. Also für solche wie euch, wenn es so wen auch hier gibt, der sich nur die Story anguckt, ich rechne sowieso nicht damit, dass heute irgendetwas anderes kommt. In der letzten Folge wurde ich auf Dauer leicht salty. Und ja, dafür sind wir jetzt zusammen mit dem Shiny Celebi und Reptane auf der Hochebene, auf der Zeittunnel zurück in die Vergangenheit. Oder eher gesagt, die Gegenwart der beiden Hauptcharaktere ist. Und jetzt sehen wir, was passiert. Oh, jetzt sehe ich ihn. Das ist er. Der Zeittunnel. Ist das der Zeittunnel? Das ist richtig, das ist der Zeittunnel. Ich bin da durchgegangen, um in die Vergangenheit zu gelangen. Das ist nämlich ein Zeittunnel. Celebi, das ist ein Zeittunnel. Und nur du kannst den Zeittunnel öffnen. Tu, was du zu tun hast. Okay. Halt, das reicht jetzt. Was? Diese Stimme. Das kann nicht sein. Guten Morgen miteinander. Was denn hier für eine Party? Na, Zwirfins, eure Wuselei hat euch ganz schön weit gebracht. Umso trauriger, dass für euch jetzt alles vorbei ist. Megalovania! Und da sind auch noch die Sands. Geschickt eingefädelt, Zwirfins. Du ließ uns frei umherlaufen, aber hast uns die ganze Zeit beobachtet. Das alles, damit du sowohl Celebi als auch uns gefangen nehmen kannst. Was? Du meinst also, wir wurden die ganze Zeit verfolgt? Ja, das habe ich nicht kommen sehen. Das ist alles meine Schuld, Celebi. Entschuldigung, passt nicht zu deinem Stil, mein lieber Reptane. Und glaubst du wirklich, dass ich gefangen werden kann? Digga, Genocide Run ist hart genug, Celebi. Den brauchen wir jetzt nicht 6-mal auf einmal. Leute, seid ihr bereit zum Kämpfen? Megalovania intensifies. Ich hab den Gag jetzt innerhalb von 3 Minuten 5 oder 6 Mal gebracht. Kann das sein? Was? Selbstverständlich. Wir werden uns den Weg frei pflügen. Wir drängen sie zur Seite. Dann tauchen wir in den Zeittunnel ein. Verstanden. Ihr wollt euch widersetzen? Spart euch die Mühe. Das ist völlig aussichtslos. Das wissen wir nicht sicher, zumindest nicht, bis wir es versucht haben. Zwirfins, du und ich jetzt. Reptane, glaubst du, ich bin so naiv, alleine zu kommen? Was? Jetzt Meister Dialga. Es ist stockfinster geworden. Ich glaube, man sieht 2 rotleuchtende Augen auf dem Topscreen, aber ich weiß es nicht. Ich sehe nur das, was ihr auch seht. Wahrscheinlich sieht man jetzt Dialga. Jetzt sieht man wahrscheinlich Primal Dialga auf dem oberen Screen. Das ist... Reptane, was ist das? Das ist Primal Dialga. Was? Das? Das ist Primal Dialga? Was ist los, Reptane? Wo ist dein Heldenmut geblieben? Das war's für uns. Was? Warum wollten wir denn nicht kämpfen?
Es ist aussichtslos. Zierfinst allein ist eine Sache. Aber gegen Sam... Gegen die Jalga haben wir keine Chance. Ihr zwei habt euch so gut geschlagen. Tut mir leid, dass ich euch hängen lassen muss. Hier endet die Geschichte. Aber... Ich gebe auf Zwirfinst. Verfüge über mich nach Belieben. Was los mit dir, Reptain? Sonst gibst du doch auch nicht so leicht auf. Ja, ich gebe auf. Aber die Hoffnung lebt noch. Celebi, du erinnerst dich? Das letzte Mal, als ich durch die Zeit zurückreiste, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Ich war nicht alleine. Plot Twist. Es gab dann noch jemanden. Was? Reptain, du bist nicht alleine in unsere Welt gekommen. Das stimmt. Ich hatte einen Partner. Wir sind zusammen in die Vergangenheit gereist. Aber als wir durch den Zeittunnel reisten, gab es Probleme. Wir wurden getrennt. Mein Partner ist wohl immer noch in der Welt der Vergangenheit. Sogar wenn ich aus dem Weg geräumt werde. Mein Partner wird unsere Mission zu Ende führen. Mein Partner wird die Lähmung des Planeten aufhalten. Was ist denn so lustig? Du behauptest also, jemand sei mit dir durch die Zeit gereist. Wie heißt dein Partner eigentlich? Komm schon, sag den Namen. Warum so eine Frage? Kannst du ihn mir nicht sagen? Doch, der Name meines Partners ist Schmünter. Frag mich nicht warum, ich hab mir den nicht ausgesucht. Mein bester Freund. Jetzt mal, ruhig. Was? Reptail, sagtest du Schmünter? Das hier ist Schmünter? Bitte was? Du bist... Hä? Nein, das kann nicht sein. Klingelt gerade mein Handy? Nö. Das kann nicht sein. Schmünter ist kein Pokémon, das weiß ich genau. Schmünter ist ein Mensch. Was? Ganz genau. Mein bester Reptain, das ist unverkennbar dein Partner Schmünter. Was? Das Pokémon vor deinen Augen war früher ein Mensch. Was? Meister Dialga gab mir einen Auftrag. Ich sollte euch beseitigen, Reptain und Schmünter, weil ihr in die Vergangenheit geflüchtet seid. Ich reiste durch die Zeit, um euch zu verfolgen. In der Vergangenheit sammelte ich Informationen, die mir helfen sollten, euch zu finden. Und irgendwann traf ich dann Team Gelb-Walcode. Fragt mich nicht nach dem Namen. Hallo, ihr seid von der Gilde, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir sind Team Gelb-Walcode, wir arbeiten für die Gilde und drücken all unser Geld ab an diese Kapitalisten. Freut uns sehr, dich zu treffen. Aber zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nichts. Mein Partner hat es zufällig in einem Traum gesehen. Wie bitte? In einem Traum sagst du? Was meinst du mit Traum? Als sie den dimensionalen Schrei erwähnten, war ich immer noch skeptisch. Aber dann fing eine Idee an, in meinem Kopf Gestalt anzunehmen. Und... Ja, mit den Erinnerungen an einen Namen und daran, früher ein Mensch gewesen zu sein. Wie bitte? Ein Mensch? Also ein ehemaliger Mensch, ohne Erinnerung. Ein Mensch mit dem dimensionalen Schrei. Da war ich überzeugt. Bist du... Du sagtest, dass du zumindest deinen Namen weißt, oder? Und wie lautet dein Name? Ah, ich verstehe. Du bist... Schmünter. Sagt dir dieser Name was? Nein. Leider sagt er mir nichts. Was war das gerade? Der Anflug eines... Hat Zwiffens nicht gerade ein Lächeln unterdrückt? Der Typ kann doch nicht gut gelaunt sein. Oder habe ich mir das eingebildet? Es bestand kein Zweifel mehr. Schmünter war die Person, die ich gesucht hatte. Nur inzwischen halt keine Person mehr.
dass Schmünter das Gedächtnis verlor und dann in ein Pokémon verwandelt wurde. Es muss durch den Unfall während der Zeitreise geschehen sein. Nun, dass Schmünter das Gedächtnis verlor, war ein Glücksfall für mich. Schließlich konnte dich dein Partner nicht mehr erkennen. Es war recht einfach, so das Vertrauen deines Partners zu gewinnen. Und es war auch einfach, ihn in die Zukunft zu holen, als die Zeit reif war. Verstehst du? Zeit wegen Zeitreise. Zwirfens hat wirklich gelogen. Ach! Nee, wirklich! Leute, wir haben hier Captain Obvious dabei. Dann musstest du Reptane eigentlich nur den Rest des Jobs erledigen. Ich war ein Mensch aus der Zukunft. Und ich war der Partner von Reptane bei einer Mission, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Und so bin ich dann in der Welt von Captain Obvious gelandet. Reptin und Schmünter, jetzt wo ihr beide hier seid, ich werde die Sache beenden, indem ich euch endlich loswerde. Damit verflüchtigt sich dann auch das letzte Fünkchen Hoffnung von Reptin. Alles geht zu Ende. Zu Ende für euch. Zwirfins! Nee, Zwirfins! Habt ihr euch endlich mit eurem Schicksal abgefunden? Reptin! Schmünter, wir werden euch für immer los sein. Das ist lustig. Hä? Aber du kannst keine Facecam. Das sah gerade behindert aus. Mit einem lockeren Headset headbangen, Leute. Schmünter, Reptane, ihr könnt nicht aufgeben. Nicht aufgeben, sagst du. Aber was können wir in dieser Situation tun? Wir müssen nachdenken. Ich meine, ich kann das nicht. Ihr müsst nachdenken. Ich weiß. Celebi, kann deine Zeitreisefähigkeit uns das kurze Stück bis zum Zeittunnel transportieren? Das finde ich einfach in der Gegenwart von Dialga. Dialga ist das Zeit-Pokémon. Es kontrolliert die Zeit als solches. Selbst wenn ich uns auf Zeitreise schicken kann, wird er das ohne Probleme aufdecken können. Es muss nur für einen kurzen Moment funktionieren, bitte! Angriff! Megalovania Intensifies! Kann man mir einen Counter machen, wie oft ich diesen Gag hier bringe? Zeit für die Reise! Ab in den Urlaub! Nee, nicht ganz. Sie sind verschwunden, Meister Dialga. Dialga macht jetzt Bang Bang Swag, Digga. Und ich mach hier die Mücke weg, Alter. Ich hab so keinen Bock auf diese Dinger. Hey, die Mücke ist weg. Ich sag jetzt besser nicht, was mir gerade passiert ist. Ich sag's so, das Fliegengitter, auf dem die Mücke saß, war noch nie sonderlich stabil. Es hatte vorher schon Risse und jetzt hat's noch einen mehr. Leute, ich hab's Oh, mein Alter, mein Screen! Du Mann! Oh, unser Zeitreisepfad wurde zersplittert. Da sind sie. Wir haben es fast bis zum Zeittunnel geschafft. Springt jetzt rein, ihr könnt es schaffen. Jetzt in den Zeittunnel. Was ist mit dir, Celebi? Kümmert euch nicht um mich. Ich sagte es doch bereits, ich kann nicht gefangen werden. Stoppt die Lähmung des Planeten. Verändert die Geschichte. Danke. Danke, Celebi. Ihr kommt nicht davon. Tschüss, Motherfucker. Und weg sind wir. Zurück in die Vergangenheit. In Fragezeichen Mans Zeit. Schmünters ja doch nicht. Wie wir nun wissen.
Kapitel 16. Ein neuer Morgen. Das ist... Was Schmünter wo... Ist das nicht die Stelle, an der wir uns zum ersten Mal trafen, Schmünter? Das ist wieder dieser Strand. Das bedeutet, kann das sein? Nein, es ist wahr, wir sind in der Vergangenheit. Wir haben es in unsere Welt zurückgeschafft. Yay, Party! Und zu einer Party braucht man gute Musik. Okay, ich lass es. Hey, Raptain. Sieh dich um, wir sind zu Hause. Zurück in unserer Welt. Also haben wir es geschafft. Wir sind durchgekommen, zurück in die Vergangenheit. Ja, hab ich zum ersten Mal Schmünter getroffen. Wollen wir mal sehen. Ich denke, es war genau hier. Ich habe mir den Frame gemerkt. Hier habe ich Schmünter gefunden, tief und fest schlafend. Das ist also geschehen. Diese Zeitreise führte mich in die östlichen Wälder. Und Schmünter und ich erreichten so fern voneinander deine Welt. Oh, richtig. Es gibt vieles, was ich nicht verstehe. Wie die gesamte Zeitreisesache. Um das jetzt nochmal kurz zu dieser Aussage zu analysieren. Die Zeitreisesache ist das Gesamte. Auf Deutsch, unser Captain Obvious versteht mal wieder gar nichts. Kannst du uns das bitte erklären? Aber das sind weder die Ort noch der... Das sind weder die Ort noch der Zeit. Um sich in Ruhe zu unterhalten, lass uns zur Knuddelluftgilde gehen und dort reden. Bevor wir in die Zukunft gingen, haben wir dort gelebt und trainiert. Es ist der perfekte Ort. Alles klar, gehen wir zur Knuddelluftgilde. Jetzt warte mal. Wird man mich freundlich empfangen, wenn wir zur Gilde gehen? Immerhin bin ich ein gesuchter Gesetzloser in dieser Welt. Wenn ich zu eurer Gilde ginge, wären die anderen nicht schockiert. Glaubt ihr nicht, sie würden versuchen, mich gefangen zu nehmen? Wenn ich so drüber nachdenke, stimmt, was sollen wir tun? Ah, ich weiß, es gibt einen guten Ort. Aber wir müssen durch Schatzstadt, um ihn zu erreichen. Das dürfte kein Problem sein, wenn wir uns unauffällig durchsteichen. Wie das geht, scheiß ich drauf, aber okay, gehen wir. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt, weil die natürlich wissen, dass wir gerade zufällig aus der Zukunft wiedergekommen sind. Die wissen ja sowieso alles, was passiert. Ich glaube, da arbeitet Jesus, oder? Nee, nicht Jesus. Wisst ihr, wer da arbeitet? Warum mache ich Videos? Die Bonus-Episode, oh Gott, ich freue mich jetzt schon drauf, die zu spielen. Cringe pur. Ah ja, speicher dein Spiel, wenn du die spielen willst und sowas. Willst du speichern? Ja, ich sag jetzt mal. Ich wüsste nicht, warum nicht. Oh, ich entferne jetzt die DS-Karte aus meinem Laptop. Und die Tohaidu-Klippe, die man bereits in der Anfangssequenz gesehen hat. Diesen Felsvorsprung nennt man Tohaidu-Klippe. Tohaidu-Klippe. Ja, ich denke, der Name kommt daher, dass die Klippe die Form eines Pokémon mit dem Namen Tohaidu hat. Captain Obvious wieder am Start, Leute. Soweit ich sehe, scheint noch nichts ungewöhnlich zu sein. Wozu brauchen wir eine Animation, in der man Blätter wegmacht, die dann spurlos verschwinden? Er ist hier unten.
Hier habe ich gelebt, bevor ich in der Gilde beigetreten bin. Nur zu, geht rein. Und jetzt meine Frage, ist nicht eigentlich gefühlt immer, wenn man sich in der Stadt umguckt, Diktri hier oben am Felsen? Oder eher gesagt auf der Klippe? Erstens, der Typ steckt im Boden, der müsste hier doch reinfallen. Und zweitens, natürlich ist er genau jetzt nicht da. Ich verstehe, das ist ein Hohlraum auf der Vorderseite der Klippe. Puh, ich bin froh, dass niemand diesen Ort hier verschandelt hat. Es zeigt, wie wenig Aufmerksamkeit dieser Ort auf sich zieht. Es wäre vielleicht besser, wenn wir fürs Erste hier bleiben würden. Abgemacht. Und den Eingang sicher nicht wieder verdecken, weil hier nie jemand hinkommt. Jahre später. Aber Schmünter, ich habe niemals erwartet, dass du wirklich Schmünter bist. Reptan, kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, Schmünter und ich, wir haben zusammen die Lähmung des Planeten untersucht. Ein Pokémon und ein Mensch, als Team? Ja doch, und Schmünter hatte oder hat eine spezielle Fähigkeit, die niemand sonst besitzt. Wenn wir uns auf diese Fähigkeit verlassen, um die Lähmung des Planeten zu untersuchen. Sie spielte eine wichtige Rolle. Wenn du von einer besonderen Fähigkeit sprichst, meinst du schlechte Witze? Nein, ich meine den dimensionalen Schrei, du Idiot. Aber der dimensionale Schrei hat einen Nachteil. Er verlangt die Anwesenheit eines Partners, dem man vertraut. Ohne diesen Partner kann diese Fähigkeit nicht ausgelöst werden. Ein Partner, dem man vertraut? Darum arbeiteten wir zusammen. Der dimensionale Schrei wird durch Dinge ausgelöst, die eine Verbindung zu den Verstecken der Zahnräder der Zeit haben. Wir mussten herausfinden, wo sich die Zahnräder der Zeit in der Vergangenheit befanden. Das konnten wir nur mit Hilfe des dimensionalen Schreis. Warte mal eine Sekunde. Du sagtest, dass man für den dimensionalen Schrei einen Partner dabei haben muss, dem man vertraut. Aber dimensionale Schrei kam schon, als wir uns erst seit kurzem kannten. In Kapitel 3, als wir einen Pädophilen verfolgt haben. Ja, und? Zeigt das denn nicht, wie groß das Vertrauen zwischen euch von Anfang an war? Wenn du es so ausdrückst, das macht mich ein bisschen verlegen. Ich hatte Mitleid. Und dazu hat Schmünter noch einen Gedächtnisverlust erlitten. Und du warst von Anfang an für deinen Partner da. Vielleicht wuchs das Vertrauen von Schmünter dich deshalb so schnell. Oh, es gibt da noch was, das ich nicht verstehe. Alles. Wird der dimensionale Schrei nur in Verbindung mit den Zahnrädern der Zeit ausgelöst? Ja. Dementsprechend wird der dimensionale Schrei nicht an Orten ohne eine Verbindung zu Zahnrädern der Zeit ausgelöst. Echt? So habe ich das nicht in Erinnerung. Hör mal, Schmünter, erinnerst du dich, dass er auch von Traumato ausgelöst wurde und bei der ersten Erkundung? Und es gab auch andere Male, wir sind an Orten gewesen, die nichts mit Zahnrädern der Zeit zu tun haben schienen. Aber auch an solchen Orten wurde der dimensionale Schrei manchmal ausgelöst, oder nicht? Bist du sicher? Aber das ist in der Zukunft niemals geschehen. Der dimensionale Schrei wurde sicher niemals an Orten ausgelöst, die nicht in Verbindung zu den Zahnrädern der Zeit stehen. Das heißt, Traumato ist vielleicht gar nicht Traumato, sondern... Warum mache ich diesen Witz? So, jetzt mal ernst. Irgendwer, macht bitte einen Counter, wie oft in diesem Video ich jetzt irgendwie Megalovania abgespielt habe. Nun, wenn das stimmt, kann ich mir nicht erklären, warum er hier anders funktionieren sollte. Vielleicht sind die Dinge in dieser Welt einfach anders. Vielleicht funktioniert der dimensionale Schrei in der Vergangenheit einfach anders. In der Zukunft funktionierte der dimensionale Schrei also nicht an Orten, die nicht in Verbindung mit zu Zahnrädern der Zeit stehen. Aber das erklärt's. Vielleicht erklärt das wirklich das eine Mal, als wir in der Zukunft waren. Dein dimensionaler Schrei setzt den ein, Schmünter, nicht Günther, Alter. Berühr dieses erstarrte Wasser. Beweis, vielleicht siehst du ja etwas. Oh, ich verstehe, das stimmt. Ein Versuch ist es wert. Wenn ich dieses erstarrte Wasser berühre, dann erfahren wir vielleicht etwas darüber, was hier geschieht. Wir dürfen nicht trödeln, sonst holt uns Sans ein. Mach schnell!
Splinter berührt den Wasserstrahl und sieht einen behinderten Scheißdreck. Kann das jetzt mal aufhören? Das haben wir alle schon gesehen. Danke. Mama, jetzt, ich schaffe das nicht mal alles in einer Folge, was hier an Story kommt. Vielleicht konnte ich von meinem geistigen Auge sehen, als wir in der Zukunft waren, weil wir nicht an einem Ort waren, der eine Verbindung zu den Zahnrädern der Zeit hatte. Vielleicht funktionierte deshalb mein dimensionaler Schrei nicht. Und vielleicht sagt Raptan die Wahrheit, wenn er behauptet, Zukunft und Vergangenheit seien verschieden. Nee, hab keinen Unterschied bemerkt, als wir in der Zukunft waren. Oder verschieden genug, um meinen dimensionalen Schrei unterschiedlich funktionieren zu lassen. Wie dem auch sei. Wie ich schon sagte, wir haben die Lähmung des Planeten untersucht. Dazu setzten wir einen dimensionalen Schrei ein. So bestimmten wir die Standorte der Zahnräderzeit in eurer Welt, als wir noch in der Zukunft waren. Das ist es. Hier. Hier ist ein Zahnrad der Zeit. Ich verstehe, setze den Meliorie-Stein in das Herz von Groudon. Das löst den Nebel auf. Sie hat gut gemacht, gute Arbeit, Partner. Erst ermittelten wir, wo sich Zahnräder der Zeit in der Vergangenheit befinden würden. Dann nahmen wir den Zeittunnel. Der brachte uns aus unserer Welt, also deiner Zukunft, in diese Welt. Allerdings. Oh, wow. Bist du in Ordnung? Nein, nicht aufgeben. Noch ein bisschen. Komm schon, halte durch. Nein, ich kann nicht mehr. Ah. Es gab Turbulenzen während unserer Reise durch die Zeit. Deswegen wurden Schmünter und ich getrennt. Aus irgendeinem Grund verlor Schmünter das Gedächtnis und verwandelte sich in ein Pokémon. Ich kann nur vermuten, dass es etwas mit unserem Unfall während der Zeitreise zu tun hatte. Ich bin aus der Zukunft gekommen. Und nicht nur das, ich bin mit der Mission gekommen, die Lähmung des Planeten zu verhindern. Ich weiß nicht, es fühlt sich so fremd an. Es erscheint mir irgendwie nicht real. Also Schmünter, du magst dich vielleicht an nichts erinnern, aber du warst mein engster Freund. Ich habe mir Sorgen gemacht, als wir getrennt wurden. Ich bin froh, dass ich dich wohlbehalten wiedersehe. Deine Erscheinung mag sich verändert haben und dein Freundeskreis ist deutlich beschränkter geworden. Und trotz deines verlorenen Gedächtnisses bist du noch ganz du selbst. Und nichts ändert etwas an der Tatsache, dass wir Freunde sind. Ach, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Okay, wir müssen über unser weiteres Vorgehen entscheiden. Wie ich bereits sagte, ich werde wieder Zahnräder der Zeit sammeln. Was habt ihr denn vor? Ich bin etwas besorgt darüber, dass die Zeit in den Regionen stillsteht, denen das Zahnrad der Zeit genommen wurde. Aber du bist sicher, dass es nur zeitweilig ist? Ganz sicher, man muss die Zahnräder der Zeit nur wieder in den Zeitturm einsetzen. Dann kehrt die Zeit überall wieder in ihren normalen Zustand zurück. Na dann gehen wir auch. Wir gehen mit dir, Raptan. Wenn ein Zahnrad der Zeit weggenommen wird, wird das negative Folgen für die Pokémon in jener Gegend haben. Aber wir müssen die Lähmung des Planeten verhindern. Na gut, wir gehen zusammen. Aber es ist spät am Abend. Außerdem sind wir von der ganzen Lauferei ziemlich erschöpft. Wir sollten uns heute Abend ausruhen. Morgen früh ziehen wir los und der Hund da draußen soll mal aufhören zu bellen. Ein bisschen Story mache ich jetzt noch. Auch wenn ich die Folge jetzt auch gut und gern beenden könnte. Fragezeichen, man ist nicht hier. Vielleicht bin ich auch Captain Obvious. Ja, Schmünter mal wieder, pennt den ganzen Tag durch. Ich meine, es ist zwar noch nachts, aber das heißt noch vor 11 Uhr. Meine Lebenseinstellung in den Ferien. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Ja, ich grüble. Denkst du? Nein. Sicher herauszufinden, an der Nase herumgeführt worden zu sein, ist schon ein Schock, auch wenn es bei mir leicht verspätet war, aber
Nachdem ich deine Geschichte gehört habe, Reptan, da wurde mir klar, dass Zwirfins mit dem, was er in der Zukunft sagte, wirklich recht hatte. Und das ließ mich verstehen, dass Schmünter wirklich auch aus der Zukunft kommt. Über solche Sachen habe ich nachgegrübelt. Und wer benutzt dieses Wort? Sag doch einfach nachgedacht. Hey, sieh mal, Reptan. Sonnenschein. Die Sonne geht auf. Hier will ich jetzt mal kurz... So, Screen mal gewechselt. Es ist schön, nicht wahr? Ja. Vielleicht umso mehr, weil wir so lange in der Zukunft waren. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ein Sonnenaufgang einem so die Lebensgeister zurückbringen könnte. Sonne geht auf und wieder unter. Das halten wir für selbstverständlich und das ist nur natürlich. Aber selbstverständliche Dinge sind wirklich die allerwichtigsten Dinge und sind so kostbar. Alles, was ich je gekannt hatte, war die Welt der Dunkelheit in der Zukunft. Als ich in diese Welt kam und zum ersten Mal die Sonne sah, es war überwältigend. Sie zu sehen, bestärkte mich in meinem Entschluss, die Geschichte vor einer finsteren Zukunft zu bewahren. Ich möchte dich gerne etwas fragen, Fragezeichen, Man. Bei dem Namen musst du ja wohl auch was beantworten können. Es geht um diese Zeit in der Zukunft, als wir von Dialga gestellt wurden. Offen gesagt waren wir in einer aussichtslosen Lage, völlig ohne Hoffnung. Ich gebe dir ein Flashback von Anfang der Folge. Das finde ich lustig. Die Musik ist cool, die will ich eigentlich nicht unterbrechen. Hey Schmünter, Reptan, ihr könnt nicht aufgeben. Doch, das kann ich. Wir müssen nachdenken. Also ihr jetzt, ich kann das nicht. Als alles verloren schien, du hast dich geweigert aufzugeben. Sogar ich hatte schon aufgegeben. Was hat dich angetrieben? Wie hast du es geschafft? Wie konntest du so stark bleiben? Nun, das frage ich mich auch. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht war es, weil Schmünter mir beigestanden hat. Schmünter... Sieh dir das mal an. Das, was könnte es sein? Da ist ein seltsames Muster drauf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dieses Muster ist neu für mich. Das ist mein Reliktfragment. Mein persönlicher Schatz. Ich habe den Traum eines Tages hinter das Rätsel dieses Fragments zu kommen. Aber ich war so ein Feigling. Ich konnte nicht mal genug Mut aufbringen, um mich als Lehrling bei der Gilde zu bewerben. Genau in diesem Moment traf ich Schmünter. In Ordnung, ich vertraue dir. Ich glaube fest dran, dass du mich nicht einfach nur umbringen willst. Ja, Schmünter war immer da, um mich aufzubauen und... Das ist unheimlich. Und wir müssen mutig sein. Ich muss mich dieser Sache stellen. Wir können jetzt nicht aufgeben, Schmünter. Es hat mir immer Mut gemacht. Mit Schmünter fühlte ich mich jeder Herausforderung gewachsen. So fühlte ich nach einiger Zeit. Vielleicht war das der Grund, aus dem ich weitermachen konnte, ohne aufzugeben. Alles klar. Ich verstehe, was du meinst, denke ich. Ja, Schmünter hat eine besondere Eigenschaft, die andere so empfinden lässt. Genau wie mir Schmünter als Freund am Herzen liegt, so empfindest du Fragezeichen-Man auch für ihn. Schmünter ist ein Glückspilz. Ein Glückspilz, einen Freund wie dich zu haben. Der könnte sich als Toad bewerben. Der Morgen ist da, wir sollten bald aufbrechen. Ja. Aber das reicht jetzt für heute. Sagen wir jetzt, ich soll saven? Nein. Aber in der nächsten Folge sehen wir, was der weitere Plan ist, den Reptan
nun zusammen mit Schmünter und Fragezeichenman ausführen wird. Und ich muss sagen, es war wirklich genauso wie beim ersten Let's Play diese Folge. Für mich zum Aufnehmen wirklich eine der besten Folgen überhaupt, wenn nicht die beste. Es war richtig geil. Ich liebe diesen Teil der Story. Und ich bekomme auch immer bei dem Dialog von Fragezeichenman und Reptain gerade übel eine Gänsehaut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal warum, aber es ist richtig geil. Und was sonst noch passiert, sehen wir in den weiteren Folgen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. Abonnieren, stay hydrated, liken und ciao.